Jo, was geht, meine Freunde? Selbst wieder am Start. Heute wieder mit Project Cars. Es geht wieder auf die Rennstrecke. Geil. Ich drück gleich mal auf. Nee, Posteingang. Wir gehen jetzt aufs Ende der Saison zu und es gibt nur noch ein paar weitere Tabellenpunkte sowie einige anspruchsvolle Rennorte. Lass uns einige Setups fertig machen, sodass wir komplett vorbereitet sind. Ach. Ja, gucken wir halt mal ins Setup rein. Neues Setup erstellen. Oh Gott. Natürlich automatisch nach Wetter. 0,7 Bar reichen, oder? Ja. Bremsdruck. Ja, eigentlich möchte ich hier gar nichts ändern. Nee, wir machen keine Setups. Wir fahren einfach so weiter. Ich habe eh keine Ahnung, ne? Wie viel Bar muss ein Go-Kart haben? Was weiß ich? Asia Pacific. Ah. Wir machen nochmal. Nee, nicht Kart. Wir gehen jetzt mal hier rein. Ah, ich kann hier gar nicht teilnehmen. Ah, hier kann ich teilnehmen. Ich muss Kart fahren. 0,6 Meilen, 11 Kurven. Also die Strecken werden länger, aber mit weniger Kurven, das ist gut. Kann ich schon nicht rausknallen irgendwo. Das ist gut, sehr gut. Aber wir gehen ja langsam aufs Ende zu. Vereinigte Staaten von Amerika, alles klar. Summerton. Fahren. Egal, wir fahren ja in der Wüste. Wir starten von Platz 4. Wir müssen gleich gucken, dass wir vorkommen. Ja, Mann, gleich angedockt. Und haben wir den ersten Platz geholt. Sehr schön. Oh Scheiße, und jetzt juckt mir wieder die Nase. Wo ist die nächste Gerade? Jetzt ganz schnell. Besser. Oh Gott. Ich fahre jetzt wieder gerade so den Müll zusammen, ne? Aber so schnell lasse ich die Leute nicht mehr an uns vorbei. Das wird jetzt eine Doppelsiegfolge. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Full Speed. Gib Gas, Junge. Wenn ich ehrlich sein soll, gleich am Start, wo ich an den Typ da rangefahren bin, oder was das war, also an den Mitfahrer oder Gegenfahrer oder was weiß ich, dachte ich schon, ja, oh je. Jetzt ist wieder vorbei, aber Platz 1. Ey, wie ich mich konzentrieren muss, ne? Ich bremse gerade in jeder Kurve, ne, weil ich Angst habe, irgendwie rauszuknallen. Und die Ideallinie fahre ich auch nicht. Ja, ja. Ja. Ha, erster Platz. So wie es aussieht, hatte ich auch einen guten Vorsprung. Nee, doch nicht. 2 Sekunden Vorsprung hatte ich. Aber, hey, erster Platz. 20 Punkte. 84 Punkte auf der Meisterschaftstabelle. Ja, Mann. So, weiter zum zweiten Rennen. Und es gibt jetzt auch einen Sieg. Wir fahren starten auf Platz 1. So. Komm, das wird jetzt ein Ey!
wird jetzt ein Doppelsieg. Drei Runden sind's. Ich glaube, das zweite Rennen waren bis jetzt immer drei Runden, ne? So, das muss jetzt ein Doppelsieg werden. Es muss. Ich muss meinen Vorsprung ausbauen auf der Meisterschaftstabelle. So. Weil es gibt bestimmt irgendwie noch eine Strecke, wo ich dann total versagen werde. Und dann bin ich froh, wenn ich einen kleinen Vorsprung habe, was Punkte angeht. Aber wir werden jetzt enorm viel Mühe geben, dass es hier jetzt ein Doppelsieg wird. Das gab es noch nie. Also auf meinem Kanal. Ich weiß es nicht. Hatte ich schon mal einen Doppelsieg? Nee, ne? Das weiß ich echt gar nicht mehr. Oh, verbremst. Schatz, falls du das Video jetzt gerade siehst, so werde ich mit deinem Auto dann auch fahren, ne? Ich werde auf die nächste Rennstrecke gehen. Darf ich? Siehst ja, ich kann richtig gut fahren. So. Oh nein, warum? Ziel! Es wird ein Doppelsieg! Ja! Ja, Doppelsieg! Doppelsieg! Und wir haben ja enorm viel Vorsprung. 9 Sekunden Vorsprung hatten wir. Und wieder ein Sieg. Oh, schaut mal, erster Renner, erstes Rennen, zweites Rennen. Wer auf Platz 1 ist. Geil. 104 Punkte. Wir haben jetzt 36 Punkte Vorsprung. Perfekt. Sehr schön. Doppelsieg. Geil. Das ist echt geil. Das freut mich jetzt tierisch. Geil. Dass ich das noch erleben darf. In meinem Alter. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich für eine Nachricht. Wir sind jetzt fast am Ende der Saison angelangt. Chris, also lass sie uns gut abschließen. Hallo, Doppelsieg? Ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, hallo, es muss euch gefallen haben, es war ein Doppelsieg. Dann wisst ihr Bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.